Nee, ich weiß nicht, jetzt müsste man eventuell zum Weihnachtsmann zurückgehen und den nochmal anquatschen, ob der nochmal eine Belohnung hat. Und dann kann man ja immer noch in die Richtung von diesem Kyurem Tower, richtig? Das Problem ist, ich glaube, das werden wir. Ich glaube, das werden wir in diesem Event nicht mehr schaffen, Kyurem zu fangen. Vor allem, weil ich keine gescheiten Sync-Pokémon habe oder sowas. Man bräuchte ja einen Timid Sync. Ja, ein Timid Sync. Müsste eigentlich mal gucken. Ob ich überhaupt ein Sync-Pokémon habe. So zufällig aus Versehen gefangen oder so. Ja, Kyurem wahrscheinlich nächstes Jahr. Das ist schon richtig. Bei Name, bei Level. Ich weiß gar nicht, was kann denn alles Sync sein? Natu kann Sync sein. Und Abra, ne? Abra habe ich, glaube ich, gar nicht. Nee. Nato habe ich nur eins gefangen. Was könnte noch? Ralts könnte, aber Ralts habe ich, glaube ich, auch noch gar keine. Nee. Ja. Ich habe kein Sync-Pokémon. Noch nicht. Gut, dann gehen wir noch zum Weihnachtsmann zurück. Gucken uns da noch an, was es gibt. Und dann können wir uns morgen vielleicht nochmal angucken, was am Kyurem Tower so los ist. Ob man da noch irgendwas machen kann, außer dieses Fünf-Mann-Team und so. Aber wie gesagt, Kyurem wollen wir noch nicht fangen, weil uns das Sync fehlt. Oder kann man das später ändern? Per Reroll-Ticket könnte man das bestimmt ändern, ne? Aber die sind bestimmt Schweine selten und teuer. Deshalb geht man da wahrscheinlich erstmal mit Sync rein, oder? Ist die Frage, ob es sich lohnt, das jetzt noch zu holen, statt ein Jahr zu warten, weißt du, und das dann mit Reroll-Tickets zu machen. Ist halt diese Frage. Das eine Jahr warten. Du wartest. Ich weiß nicht, wie selten so ein Reroll-Ticket ist. Wie man die bekommen kann. Was die kosten. Wo man die herbekommt. Von Events nehme ich mal an. Aber wahrscheinlich will man die dann, wenn man dann Reroll-Tickets hat, will man die dann wahrscheinlich benutzen, um eher die IV zu verbessern, nicht die Nature. Weil man die Nature ja da schon richtig fangen kann, quasi, ne? Wenn man es richtig macht. Ja. Moment, ich bin hier irgendwie falsch, oder? Nee, doch, ich bin richtig, ich bin richtig. Genau, da ist er ja. Santa, wir haben deinen Sack. Greif tief in meinen Sack, Kinder. Willkommen zurück zu Kryophos Town, Döskop. Ich habe alles von Mehu bereits erfahren. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ja, so, also du hast meinen Geschenksack mit dir, oder? Verdammt. Ich wollte ihn behalten. Geschenke für mich. Du hast Santa seinen Geschenksack gegeben. Mein Geschenksack. Endlich. Danke so. Danke vielmals, Döskopf. Ich schulde dir was dafür. Hier. Du. Ja. Deserve.
Dir stehen diese Belohnungen zu. Bitte nimm sie mit dir. Ein Santa-Hat? Ein Santa-Suit? Candy Canes? Noch mehr Candy Canes? Christmas Cracker? Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ho, 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 ho. Christmas Cracker? Also eine limitierte Edition Christmas Cracker, die man öffnen kann. Es kann einen von sechs verschiedenen farbigen Partyhüten enthalten. Ah, Partyhüte. Soll ich das aufheben oder aufmachen? Noch nicht, weiß noch nicht. Aber jetzt haben wir ein Santa Suit und ein Santa Hat. Interessant. Ho, 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 ho! Na gut, dann machen wir es auf. Wieder so ein scheiß Dad-Joke. Was ist mit dem Truthahn zu Weihnachten passiert? Er wurde, ja, aufgemampft, ne? Wurde gegessen, aber gobbelt ab. Schnell aufgefressen und gobbel gobbel ist das Geräusch, was der Truthahn macht. Gobbel gobbel. Ja. War schöner Dad-Joke. Was haben wir jetzt bekommen? Blauer Partyhut. Ich bin der blaue Party King. Yay. Der Hut sieht cool aus. Gefällt mir. Yay. Hast du noch was? Hast du noch was? Okay. Gefällt mir. Yay. Ja. Wir können jetzt noch mal zu dem Turm laufen. Also dem Kyurem-Turm. Und gucken, ob wir dort noch irgendwas machen können. Was jetzt nicht direkt mit Kyurem zu tun hat. Weiß ich nicht. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, sind wir hier tatsächlich schon durch. Nur noch morgen einmal den Christmas Quest besiegen. Und dann Mount Silver. Na? Wie kommt man hier ran? Wisst ihr das? Wie kommt man da ran? Hier leuchtet so ein Stein. Wie komme ich da ran? Party hart, Party hart. Ich mache mir eine Schnitte. Party hart. Party hart, ich möchte es bitte. Denn ich dance mit der Gänse. Nee, weißt du, wie man da rankommt? Hier, links. Ist das nur Verarsche oder kann man da irgendwie ran? Ich verstehe es nicht. Gar nicht, okay. Schweinehunde. Verstecken immer wieder Sachen hier. Oh. Es gab doch hier noch irgendwie verschlossene Gebäude. So wie. Wo war denn das? Das hier. Warum komme ich da nicht rein? Das ist immer so ein kleines Rätsel, ne? Focus Sash. Das ist der hier, ne? Air Balloon. Weakness Policy.
Was macht denn so ein Airballoon? Ist ja auch was einmal benutzen? Moment. Pokémon Item Airballoon. Luftballon. Der Träger ist immun gegen Bodenattacken sowie Stachler, Klebenetz und Giftspitzen. Der Ballon platzt, wenn der Träger von einem Schaden zugefügten Attacke getroffen wird oder ein Delegator des Trägers zerstört wird. Der Ballon wirkt nicht unter dem Einfluss von Erdanziehung. Aber der ist quasi auch nur One Time. Der geht kaputt. Oder was? Oder bleibt er erhalten? Der geht kaputt. Schade. Doch, ich blick den. Gut. Wir laufen noch mal rüber zum Turm, gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Und ja, dann ist Feierabend für heute. Wie gesagt, morgen dann noch einmal den Christmas Quiz und Mount Silver. Wahrscheinlich in umgekehrter Reihenfolge. Erst Mount Silver und dann Christmas Quiz. Weil auch Christmas Quiz ist ja ein 24 Stunden Cooldown. Und da müssten wir den erstmal abwarten. Möchte ich nicht. Was passiert denn eigentlich, wenn man auf dieser Insel stehen bleibt, nachdem das Event vorbei ist? Wird man runter teleportiert? Oder wird der Account gelöscht? Ja, da gibt es ein paar gute Pokémon. Da gibt es Azumarill und noch andere Sachen. Ich hab's vergessen. Wirst nach Orania City teleportiert, okay. Dort gibt es Carpador, Azumarill und noch irgendwas, noch zwei Dinger. Das hat der Xela, glaube ich, gestern oder vorgestern mal erklärt. Azuril, ja, ist das gleiche, bloß in klein. Ja, das gibt's Azuril und ich gucke nochmal nach. Extra für dich. Extra für dich. Lapras gibt es, glaube ich, noch. Azur. Nee, doch kein Lapras. Carpador. Ach ja, Mudkip, der Wasserstarter aus Höhen. Ist das Höhen gewesen? Ja, ich glaube Höhen. Mudkip. Und Sphiel ist relativ selten, glaube ich auch. Aber ich glaube, die wollen am größten Teil Mudkip, Azuril und Carpador. Ach, und ich muss noch diese Pokémon finden, die fünf versteckten Shinies. Die habe ich. Ich habe bis jetzt also eins gefunden. Da müssen wir morgen noch mal eine Runde laufen. Da müssen wir noch mal eine Runde laufen. Ich habe erst eins gesehen. Vier oder fünf waren das. Weiß der Geier, wo die sind. Ja, da gehen wir morgen noch mal auf Erkundungstour. Ja, wir haben das Problem gelöst.
Jetzt kannst du rein. Du kannst echt nur rein, wenn du eine Gruppe hast. Und man muss auch noch in einer Gilde sein. Okay. Du musst in einer Gilde sein und kannst mit 3 bis 5 Gildenmitgliedern kannst du dann da reingehen. Aber man kann auch in einer Random Party, aber dann muss es 5 Member sein. Okay, und es gibt wohl eine Punktzahltafel. Interessant. Dass man tatsächlich eine Gruppe braucht, das verstehe ich nicht. Hat man dann Gruppenkämpfe? Gibt es dann Gruppenkämpfe? Echt interessant, ey. Meine Bestzahl 0,00. Schon krass, irgendwie. Vielleicht gucken wir uns das morgen noch mal an und gehen hier mal mit einer Random Party rein. Ich weiß es nicht. Muss man dann Kyurem am Ende fangen? Wenn man diesen Tempel macht? Oder kann man hier mit einer Random Party reingehen, Tempel machen und dann sagen, nö, ich möchte Kyurem gar nicht fangen gehen? Wo muss ich hin, wo die Mudkip grinden? Du willst Mudkip grinden? Das ist unterhalb von der Polarstadt. Also, vom Eingang der Insel gehst du halt links. Hältst dich links und nördlich. Und wenn du zu dieser Kreuzung hier kommst, dieser hier, gehst du nach unten rechts. Hier an dem Feuerspucker vorbei. Und hier in dem Wasser. Hier ist das. Jo. So, ja, Leute, ich glaube, ich mache jetzt wirklich Feierabend. Wir gucken uns morgen das mal mit dem Tempel an, ob wir das machen können, dass wir vielleicht mal eine Runde mit einer random Gruppe im Tempel machen, aber ohne Kyurem zu fangen. Ob das geht, ich muss vorher schlau lesen dazu. Dann laufen wir nochmal über die Insel und suchen diese Shiny-Pokémon, die versteckt sind. Ich habe keine Ahnung, was da die Belohnung ist. Und Christmas Chris. Und dann weiß ich nicht, ob wir es überhaupt noch in Mount Silver schaffen. Ich denke schon. Ja, das wäre dann der Plan für morgen. Ich bin echt positiv überrascht, dass wir es geschafft haben. Wir haben den Grinch besiegt, die Grinche und den Anführer. Ich fand das Weihnachtsevent eigentlich ziemlich cool. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Event. Am 1. Februar startet irgendwie ein neues. Ich weiß gar nicht, was es ist. Torchic. Eventuell kann sein, aber dann im Gras und nicht im Wasser. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Torchic-Eintrag, glaube ich. Könnte sein, dass es das hier ist. Ja, im Gras. Na, also Leute, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Schönen Abend noch und dann ciao.